Christoph Weber, 600 PS starker IAC, 360 Turbolader, startfrei, auf geht's! Ja, der Bremswagen wurde umgestellt, die Bank läuft schneller nach vorne, die Kurve wird eher angesenkt, jetzt schon bei 50 Meter, eben war es bei 60 Meter, schauen wir mal, wir sind gespannt, ob es reicht. Motor, 600 PS Leistung, steckt drinnen, 6 Liter Hubraum, 160 Turbolader, auf geht's für Pascal Kruse, Showdown! Was wissen, aber was macht der Range in Green? Und wir sollen jetzt nochmal alle in Spanien. Range in Green, die Waffen spielen im Airport. Auf geht's für den Deutz! Ich glaube, ich bin das erste Mal gefahren vor einer Riesenkulisse. Das war richtig geil. Und ja, dieses Jahr soll das Lenkrad jetzt komplett übernehmen. Schauen wir mal, was der 6er Express jetzt anstellt. Genau, Team Captain steht hier vorne vor uns jetzt an der Bahn. Schauen Sie das Ganze aus der Nähe an. 6er Express, John Deere Power in der Fünkdorf Arena. Dass der Motor sofort keine Luft mehr bekommt. Die Bremswirkung vom Bremswagen wird sofort auf Vollmast gestellt. Und dann kommt das Ganze gespannt zum Stehen. Red Bitty! Jetzt für Stefan Schröder, Red Shock.
der kriegt nicht den nötigen Grip auf Uschi, den Uschi, jetzt muss der Bull her! Grüne Flagge, Startfreigabe und los geht's für Hans Hermann. Rip Obsession! Wer hier zu viel auf der einzelnen Bremse steht, der ist nicht im Finale dabei. Zentimeter.
ist er so gut unterwegs, der Ronny Mehle. Und dann stoppt es abrupt diese, ja, in der Pütztorf Arena. Minipola Eurocup. Boah, aber es ging gefühlt ganz schön weit nach vorne, auch für den Frechdachs.